Und das ist eine ganz, das ist eine, das ist eine ganz, das ist eine ganz wichtige Sache, weil viele Menschen, die verstehen das heute nicht, die sagen, sie dienen Gott. Sie sagen, sie dienen Gott. Und jetzt kommt die nächste Sache, weil viele, ein nächstes Missverständnis, was viele in dieser Sache haben, da kommen wir nochmal zu hinten zurück, weil sie denken wirklich, wie zum Beispiel, das gibt Muslime, sie denken, es reicht, wenn sie an eine höhere Existenz glauben. Wenn sie daran glauben, dass Gott der Allmächtige ist. Und so weiter. Aber das reicht nicht. Warum? Weil sogar die Mushrikun in Mekka, was haben die gemacht? Die haben an Allah geglaubt. Beweis dafür ist was? Beweis dafür ist beispielsweise in Sure 10, in Sure 10, Sure Yunus, ziemlich am Anfang, dort steht, كل ما يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فكل أفلا تتكون. Das heißt, der Prophet soll sprechen. Sprich, wer versorgt euch von Himmel und Erde? Und wer hat Gewalt über Gehör und Gesicht? Und wer bringt das Tod aus dem Lebendigen hervor und das Lebendige aus dem Toten? Und wer regelt die Angelegenheiten? Was sagen die? Allah. Sprich, wollt ihr nicht gottesfürchtig sein? Das heißt, die Mekkaner haben schon daran geglaubt, dass Allah der Herr ist. An anderer Stelle sagt Allah, sagt Allah zu Mohammed, Kul, wie man il ardu wa man fiha. Sie sagen, Allah gehört das. Und dann Kul, man rabbu samawati sabi wa rabbu al-arshi al-azim. Wer ist der Herr der sieben Himmel und der Herr des gewaltigen Throns? Die sagen Allah. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Jetzt will ich hier drauf mal eingehen, der Arsch. Was ist der Arsch? Wir hören im Koran, lesen wir immer Suratul, die Suratul Baqara, Vers 255, Ayat al-Kursi. Da lesen wir, Wasya Kursi us-samawati wal-ard. Sein Kursi dehnt sich aus über Himmel und Erden. In einem Hadith sagt der Prophet sallam, der Kursi, wörtlich Stuhl, eigentlich Thronschemel gemeint, ja, der ist gegen die ganze Schöpfung, wir müssen uns mal vorstellen, die Schöpfung, wie riesengroß das ist, dieser Planet in unserem Sonnensystem. Ja, dieses Sonnensystem ist so riesengroß, also kann man sich schon gar nicht vorstellen. Und dieses Sonnensystem ist eines von Millionen Sonnensystemen in der Milchstraße. Und diese Milchstraße, sagt man, ist eine von zig Milchstraßen dieser Galaxie. Und man sagt, es gibt Millionen von Galaxien. Und vielleicht ist das gerade mal der erste Himmel. Allah spricht von sieben Himmeln. Und diese sieben Himmel, Allah könnte auch 100 Himmel schaffen, das ist für ihn alles ein leichtes. Innama amru, idha arada shay'an, ay yakula lahu kun fayakun. Wenn er etwas machen will, eine Angelegenheit macht, dann sagt er nur sei und sie ist. Das heißt, der Thronschemel, der Kursi, dehnt sich über diese ganzen Sachen aus und der Prophet sallam sagt, dieser Thron, diese ganze Erde und ganze Himmel und alles, diese ganzen Galaxien, die sind gegen den Thron, also wir wissen jetzt, die Galaxien sind gegen den Thronschemel, so wie einen Ring, den du in die Wüste wirfst. Kannst du dir das vorstellen? Stell dir mal vor, du gehst in die Wüste und du verlierst deinen Ring. Und du willst deinen Ring nachher wiederfinden. Unvorstellbar. Unvorstellbar, die Schöpfung Allahs. Und dieser Kursi, der Thronschemel, der ist gegen den Arsch, von dem wir reden wollen. Ma rabbu samawati sabbi wa rabbu al-arshi al-azim. Und wer ist Herr des gewaltigen Throns? Dieser Thronschemel, dieser Kursi, ist gegen den Arsch wie ein Ring, den du in die Wüste wirfst. Subhanallah. Kannst du dir jetzt vorstellen, mit wem du es zu tun hast? Kannst du dir dann erstmal Allah vorstellen? Nein, Allah kannst du dir nicht vorstellen. Allein an der Schöpfung scheiterst du. Was ist es mit dem Schöpfer? Allein an der Schöpfung verzweifelst du. Und was haben die Mekkaner gemacht? Die Mekkaner haben daran geglaubt. Die Mekkaner haben geglaubt, dass Allah der Herr des gewaltigen Throns ist. Was heißt der Rab? Heißt der Schöpfer, der Lenker, der Besitzer. Gibt es noch einen anderen? Nein, sie haben das geglaubt. Was war ihr Fehler? Und das ist das Problem, wie heute viele Leute in die Irre gehen. Von den Leuten, die sich Muslime nennen. Die sagen, la ilaha illallah. Die sitzen vielleicht im Kreis und sagen, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 100-mal la ilaha illallah. Aber haben nie verstanden, worum es da geht. Die sagen genauso la ilaha illallah, wie vielleicht in seinem Gedanken, dann hätte Abu Lahab das auch gesagt. Und Abu Talib hätte das auch gesagt. Abu Jahl das auch gesagt.
Weil die haben geglaubt an Allah. Die haben geglaubt, Allah ist der Obergott. Was war ihr Problem? Was war ihr Fehler? Aber die wussten, was La ilaha illallah bedeutet, dass La ilaha illallah bedeutet. Wenn du weißt, dass Allah derjenige ist, der dich erschaffen hat, derjenige ist, der dich lenkt, derjenige ist, der dich besitzt, derjenige ist, die vollkommenen Eigenschaften besitzt, allwissend, allmächtig, allhörend, allsehend und so weiter, dann ist er auch der Einzige, den du anbeten darfst. Aber sie wollten andere neben ihn anbeten. Warum? Tradition. Heutzutage auch, sagst du zu einem Muslim, das ist falsch in deiner Religion, sagt er Tradition. Mein Vater hat gemacht, Opa, Uropa, die haben auch so gemacht. Kann nicht verkehrt sein, was die gemacht haben. Die waren bestimmt auch richtig. Genauso war das bei denen auch. Abu Talib, nein, ich sterbe auf der Religion von Abdul Muttalib. Das ist das Problem. So, was war ihr Problem? Warum haben sie andere angebetet? Man sagt sich eigentlich, ist doch eigentlich unlogisch, oder? Dass jemand jemanden anbetet, der ihm nicht hilft. Warum haben sie die angebetet? Da steht in Sure 10, Vers 18, zum Mitschreiben, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَدُرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُلُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Sie dienen neben Allah, welchen die ihn nicht schaden können und nicht nützen können. Was sagen sie? Diese, das sind unsere Fürsprecher bei Allah. Das sind unsere Fürsprecher bei Allah. Wir beten die nur an, wir gehen zu denen ihrem Grab, ja, machen Tawaf ums Grab. Das sind unsere Fürsprecher, nicht, wir wissen, nein, Allah ist derjenige, Allah ist der Allmächtige, Allah hat die Macht. Die sind nur unsere Fürsprecher. Und an anderer Stelle, und wie viele Muslime siehst du heute so? Du sagst zu ihm, du darfst das nicht. Das ist Schirk. Das ist kein Schirk. Ich glaube, es gibt nur einen Gott. Was heißt Schirk? Schirk heißt beispielsweise, dass man glaubt, es gibt einen anderen Schöpfer neben Allah. Oder dass man Gott Eigenschaften gibt, die speziell für die Schöpfung sind. Oder der, zum Beispiel, wie ja, zum Beispiel im Christentum in der Bibel steht, in Genesis, das ist das erste Buch Moses, Kapitel 3, Vers 9, dass Gott durch den Paradiesgarten gestampft ist und hat Adam gesucht und Adam hat sich hinter dem Baum versteckt und Gott hätte gesagt, Adam, wo bist du? Genesis 3, Vers 9. Ja, das ist zum Beispiel, dass man Gott menschliche Eigenschaften gibt. Oder dass man einem Mensch göttliche Eigenschaft gibt. Was ist eine Eigenschaft von Gott? Alimul Ghaibi wa Shahada. Er weiß das Verborgene und das Offenbare. Und wenn wir zum Beispiel sagen, der Wahrsager, der weiß das, oder der Wahrsager oder der Sufi-Sheikh, die wissen zum Beispiel, was in der Zukunft passiert, dann ist das Schirk. Ja, oder wie ich schon gesagt habe, wenn man jemand anderen außer Allah anbetet. Was ist der Beweis dafür, dass wenn man jemand anderen außer Allah anbetet, Allah sagt im Koran, وَعَبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Dient Allah, also Ibadah. Und was ist jetzt das Gegenteil von Ibadah? Weil er tushriku bi shay'a, also dass du außer Allah jemand anderen anbetest. Also bete nur Allah an. Subhanallah. Und wie gesagt, das ist dann ihr Grund. Du siehst dann viele Leute heute, die sich Muslime nennen. Und die sagen dann zu dir, nein, wir dienen denen nicht. Also das, ich glaube an Gott. Wie gesagt, wir haben jetzt schon festgestellt, das ist alles Quatsch. Wenn sie damit fertig sind, wenn sie sagen, ja stimmt, man darf nur Gott alleine anbeten, was sagen sie dann? Dann sagen sie, ja, du hast recht. Also sie sagen zum Beispiel, du hast recht, man darf nur Gott alleine anbeten, ja. Aber ich bete den ja gar nicht an. Wenn ich Dua zu dem mache, ich sitze hier und sage, oh Mohammed, gebe mir dies und das und das und das und das und vergebe mir meine Sünden und mache dies und das und das und das, ist doch kein Schirk. Aber was ist das denn? Du hast gesagt, man darf Ibadah nur zu Allah machen? Jetzt, was ist das denn? Das ist Dua. وَإِنَّ Dua هُوَ الْعِبَادَةِ. Und die Dua ist Ibadah. Das heißt, du hast eben gesagt, man darf nur Allah alleine anbeten. Und jetzt sagen wir, Dua ist Ibadah, Dua ist eine Anbetung. Und du machst Dua zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Du sagst, oh Prophet, vergib mir meine Sünden. Oh Prophet, gib mir Kinder. Oder oh Wali, oh Fulan, oh Fulan, oh Fulan. Oh du der und das und die. Und du rufst irgendwelche anderen an. Was hat der Prophet zu Ibn Abbas radiallahu anhuma? Iza sa'alta fas'alillah, wa iza sta'anta fas'ta'in billah. Wenn du fragst, so frage Allah.
Und wenn du um Hilfe bittest, dann bitte Allah um Hilfe. Das ist etwas, was Allah wohlgefällig ist. Imam, إِذْ تَسْتَغِثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. Und wenn sie Allah um Hilfe rufen, dann gibt er ihnen seine Antwort. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn sie damit fertig sind, dann sagen sie, ja, wie kannst du sagen, dass derjenige, der jetzt Dua macht, zum Beispiel zum Propheten oder zum Heiligen oder so, dass er Kafir ist? Der sagt doch, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Subhanallah. Was ist die erste Pflicht, mit der die Propheten alayhi salam gekommen sind? Tawhid. Bete nur Allah alleine an. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, jemand, der sagt, ist das Gebet Pflicht im Islam? Er sagt, nein. Man muss nicht beten. Kann man heute anders verstehen. Ist er keine Pflicht? Nein. Ist Hajj Pflicht? Nein. Dann sagen wir, der ist Kafir. Dann sagen wir, der ist Kafir. Glaubt ihr an das eine von dem Buch? Glaubt ihr nicht an das andere von dem Buch? إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِي وَيُرِيدُونَ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِي وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْدٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْدٍ وَيُرِيدُونَ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا. Hier, ein Vers, und dann ist derjenige raus aus der Religion. Jetzt sagt der eine, ja, stimmt, wenn er sagt, Gebet ist keine Pflicht, ist der Kafir. Geht zu irgendeinem Buch von den vier Madhahib, da gibt's Babu Hukm al-Murtad, das Buch von dem Regeln, für den der von der Religion abfällt. Das ist ganz klar. Also wer zum Beispiel sagt, eine Sache, die ist ma'lum min ad-din bi darura, die ist notwendigerweise von der Religion bekannt, der sagt, nein. Also, das muss man heute nicht machen. Beten war früher. Ich bete nur drei Gebete, ich bete nur ein Gebet. Er sagt, das ist halal. Bittifak, also Ijma, also Konsens von Ulama, wenn der sagt, ich muss nur einmal am Tag beten, ist Kafir. Da gibt es gar keine Frage. Der Ikhtilaf ist, wenn der weil der faul ist, nicht betet. Das ist die Meinungsverschiedenheit. Aber nicht, wenn jemand sagt, Gebet ist keine Pflicht. Also du sagst, wenn jemand sagt, Gebet ist keine Pflicht, der ist Kafir. Und jetzt sagst du, die Pflicht, die davor kommt, La ilaha illallah, Tawhid, ist kein Kafir. Wenn er das nicht befolgt, betet andere nehmen Allah an. Und Allah sagt, er ist Kafir. Was hat Isa a.s.? Isa a.s. sagt in Surah 5, Vers 72, لَكَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ وَالْمَسِيُّ بْنِ مَرْيَمُ وَقَالَ الْمَسِيُّ يَا بَنِي إِسْرَائِيلُ اُعْبُدُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ. Also ungläubig sind schon diejenigen geworden, die sagen, Allah ist mit der Messias, der Sohn der Maria. Und der Messias hat schon gesagt, O Kinder Israels, dient Allah meinem Herrn und eurem Herrn. Und was sagt er danach? Jetzt kommt Diener.